Gedanken lesen. Ja. Ich hoffe, die Goblins werden eines Tages Richard das Herz ausreißen. Weil er hat ja gar keins. Ah. Luca hat auf mich gelinde gesagt einen ziemlich geldgierigen Eindruck gemacht. Ich glaube euch, Konrad, und werde dafür sorgen, dass er euch nicht mehr belästigt. Weil der Geschichte war. Ja, das eins. Das eins. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll, aber vielleicht ist das hier für euch von uns. Fortfahren? Ich habe gehört, wie Locke mit seinem Karren geredet hat. Ah. Ich weiß zwar nicht, was das sollte, aber er sagte: Gold, mehr Gold. Gut. Wo ist sein Karren? Locke. Lockelein, wo ist dein Karrilein? Oh, da ist eine Kiste. Kisten. Und da ist ein Buch. Buch. Ich will Buch. Ey. So. Oh, cool, ein Schwert. Edles leichtes Eisenschwert. Cool. Kann ich jetzt zwei haben? 3 bis 6. Und hier. 2 bis 3. Kann ich 2 haben? Nein! Schade, das kann ich irgendwie noch nicht. Okay. Aber ich habe ein besseres Schwert. Das ist gut. Was ist hier denn? Nix. Das ist nicht gut. Woran ist das hier der Karren? Lok ist Wagen, verschlossen. Sag mal, seid ihr einer dieser neuen Breschner Sicherheitskarten Modell 5? Ihr mein Kennwort? Geld, mehr Geld. Lockes Finanzbuch, vor allem für sein Gold, ungewöhnlich leichte Räubermaschine des Schwerts. Cool, das ist ja mal genial. Okay, die Handschuhe würde ich sagen. Nee, sind die besser? Fernkampfrüstungswert. Nahkampfrüstungswert. Ja, ich mache ja keinen Fernkampf. Verdammt. Mist. Was war das jetzt für ein Questgegenstand? Nee, hier. Lockes Finanzbuch. Tim schuldet mir 2 Kupferstücke. Bei meinem letzten Bier hatte er nicht genug Wechselgeld und hat mich mehr bezahlen lassen. Ich fürchte, er hat den Rest als Trinkgeld aufgefasst. Daher muss ich ihn das nächste Mal, wenn ich ihn sehe, daran erinnern, dass er mir Geld schuldet. Folo, glaubt dieser stinkende Bauer etwa, ich gebe ihm ein Taschentuch und verlange nichts dafür? Ich erwarte ein saures Taschentuch, eventuell sogar ein zweites als Zinszahlung. Es ist schon über einen Monat her. Ich hart. Nun, ich habe ihm 10 Goldstücke gegeben, als er das letzte Mal sein Schwert bei der schärfen ließ. Ich würde das Geld ja zurückverlangen, aber er beschützt das Dorf. Deswegen will ich das diesmal vergessen. Den kann man nicht ernst nehmen. Ich habe ihm ein Taschentuch gegeben. Jetzt will ich ein neues. Wo zum Henker war nochmal die Kneipe? Immer den Geruch nach was? Da unten? Nö. Das ist nur eine Tür. Das ist nur eine Tür. Platsch. Ich will auf. Ah, ich kann ja springen. Ja, ich bin es nicht so gewohnt, so von Fable her. Dass man springen kann bei Fable. Kann man ja nicht springen. Zack. So, hier rein. Und da ist nichts mehr. So, Locky, wo bist du? Ich muss mal mit dir reden. Locke. Ah, Drachentöter. Habt ihr euch den Flegel vorgeknöpft oder wollt ihr sehen, was ich im Angebot habe? Ich denke nicht, dass er derjenige ist, der ein Flegelamt werden sollte. Ich verstehe nicht. Habt ihr nicht etwa Richard den gleichen Auftrag gegeben? Was ist das für ein Dings gewesen? Ich? Nein, hab ich nicht. Er lügt. Was für ein skandalöses Benehmen. Mir wird Unrecht getan und ihr übt keine Vergeltung. Ihr wisst die Lage nicht richtig einzuschätzen, Drachentöter. Verdammt, ich bin es, der hier zu Schaden gekommen ist. Locker Gral. Was wollt ihr von mir? Verdammt. Ihr tretet den, der schon am Boden liegt. Hinfort. Mist. Wie mache ich das jetzt?
Nein, Quest fehlgeschlagen. Kann ich das irgendwie auch? Ah, so kann ich Waffe ziehen und so. Ah, okay. Quest Tagebuch, ja. Ja, ich glaube, auf zu aktiv für den Banditen. Mist. Geschossquest, Trophäen, Kampf. Ah. Mist. Quest fehlgeschlagen. Okay. Sonst kann ich hier nichts. Nö. Was muss ich jetzt? Mal für andere Quests schauen. Habe ich sonst noch gerade was? Tagebuch. Jagd auf neue Hilfe für den Banditen aufzujagen. Sehr schwer, zum Beispiel, wenn ihr hier am Rechten habt. So. Okay, hier durch. Es hatten zwar noch andere heute Quests. Der da hier zum Beispiel. Ihr seht blass aus, mein Sohn. Was liegt so schwer auf eurem Herzen? Roman. Oder Roman. Willkommen, Drachentöter. Ich bin Roman, Priester des neuen Ordens. Und ich suche einen erfahrenen Kämpfer. Habt ihr den Drachen gesehen, ja, Pater? Letzte Woche ging ich zur ausgebrannten Kapelle unten im Tal. Interessant. Auf dem Weg zurück hörte ich bei Einbruch der Dunkelheit das Geräusch großer Flügel. Ich blickte nach oben und sah den Drachen. Ein Erlebnis, das mich wirklich erschaudern ließ. Ich suchte einen erfahrenen Kämpfer. Eure Gebeten wurden erhört, Pater. So lasst mich etwas über dieses Tal erzählen. Nein! Einst war es die Heimat eines mächtigen Drachenlords, lange vor dem Fall des Göttlichen. Dieser Drachenritter wurde getötet. Von wem und warum, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Sein Geist lebt jedoch bis zu diesem Tage in dessen mittlerweile verfallenem Turm. Was genau soll ich für euch tun? Ich bin sehr an den einzigartigen Gegenständen interessiert, die immer noch in diesem Turm sein können. Ich traue mich jedoch nicht hinein. Und für euch, dieses unheilvolle Bauwerk zu Feigling. Solltet ihr etwas Interessantes finden, lasst es mich wissen. Ich wünsche euch viel Glück. Handeln? Roman liegt euch wieder zu Füßen, bla bla, normale Preise. Trank für geringe Heilung. Trank für sehr geringe Überlebung. 5 Sekunden zu Mana-Punkte, halt immer für Lebenspunkte. Ich habe keine Heiltränke, oder? Nö, ich habe nur Tomaten und Brot und Kartoffeln und Birnen, ja. Aber das kostet gar nichts. Erfolgerung, Kaufrausch. Wow, ich habe was gekauft. Oh je. Ja, 3. Ich muss gehen, Pater. Ging's schon wohl? Ist da noch irgendwas? Grabstein? Hier ruht Pater Paul. Endlich da, wo ihn jeder hat. Oh, böse! Böse! Hier ruht der unbekannte Soldat. Wir haben ihn als Roberts gekannt. Ja, okay, klar. Okay. Unbekannter Soldat, wir haben ihn als Roberts. Zu verkaufen. Verschüttet und mit himmlischem Blick auf das Dorf. Weitere Informationen erhalten Sie bei Mieten von der Immobiliengesellschaft Turmatal. Geil. Hier ruht die kleine Lisa. Oh. Ihr Schicksal sollte uns allen eine Lehre sein. Trolle sind keine kuscheligen Teddybären. Autsch. Hier ruht Hans, der Glückspilz, seit ihn sein Glück verlassen hat. Das ist doch A. Zumindest glauben wir, dass er das tut. Das ist doch A, das Gelia. Sie hat den Männern nicht nur den Kopf verdreht. Autsch. Autsch. Hier ruht Stan. Inschrift steht noch aus. Oh Mann, nee. Ah, ich sehe leider schon, ja, Zeit. Ich liebe Schadenfreude, Folo. Solltet ihr auch mal probieren. Was ist das für ein Kerl, ihr wisst doch gar nicht. Guten Tag, Drachentöter. Ich bin Richard von Alleroth. Wollt ihr euch etwas dazu verdienen? Ich habe gehört, ihr habt Konrad ein bisschen aufgemischt. Ja, dieser gerissene Hund hat einen Händler betrogen. Hat aber nicht
lange gedauert, ihn zurechtzuweisen. Habt ihr irgendwelche Drachen gesehen? Der letzte Drache wurde vor meiner Zeit getötet, und zwar nicht in der Nähe des Trümmertals. Daher bezweifle ich, dass hier ein Drachenritter auftauchen wird. Dazu wird ihn, sagt ihr? Das Jagen und Töten von Goblins spezialisiert. Aha. Wie es aussieht, gibt es hier eine Menge von diesen kleinen Bastarden. Daher zahle ich für jedes Goblinherz, das ihr mir bringt. Goblins abschlachten und dafür bezahlt werden? Ich bin dabei. Gut, okay, ich gehe sofort los. Was ist da? Schmiede, Waffe, 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 Waffe. Kann ich dir da irgendwas klauen? Also nicht, dass ich irgendwie die wäre. Nee. Komm, ich will katschen. Nicht noch ein Drachentöter. Hör auf, mich zu nerven, oder ich werde nie. Ihr mögt Drachentöter nicht so sein, das ist. Kinder, die an Märchen glauben und Soldaten spielen. Mehr.